Yippie-yay, Schweinebacken, es ist wieder Zeit für Bämbel und Gebabbel. Als er zu meinem 50. Geburtstag die Laudatio hielt, redete er 20 Minuten länger, als er sollte. Ich glaube, auch deshalb ist er Ministerpräsident geworden, weil die dürfen sowas. Herzlich willkommen, Volker Bouffier. Kennst du dieses Buch Langenscheid? Das ist jetzt im Handel Bouffier Deutsch, Deutsch Bouffier. weil dir eilt ja ein bisschen der Ruf voraus, sehr verschachtelte Sätze zu sagen. Ja. Und ich habe mir dann gesagt, wenn du mal wieder irgendwie so was Kompliziertes sagst, wo am Ende des Satzes keiner weiß, wo du vorne angefangen hast, gucke ich einfach nach und übersetze. Wer erkennt den jungen Mann? Gebt mal einen Tipp. Nicht Familienangehörige, bitte. 15. Ja, man sieht es hier nochmal in der Nahaufnahme. Achtung. Ja, ja. Wer hat die Haare schön, wer hat die Haare schön, wer hat die Haare, wer hat die Haare schön. Du hast ja ein ganz gutes Verhältnis zu Seehofer. Der Horst ist ganz was Eigenes. Richtig. Kann man so sagen. Was vielleicht der ein oder andere nicht versteht und auch nicht glaubt, auch innerhalb der CSU gilt der Horst als Weichei. Der schreibt ja auch gelegentlich mal an die Bundeskanzlerin Briefe und droht ihr. Ja? Ja. So. Ich wollte, dass wir beide jetzt mal zusammen einen Brief schreiben an die Bundeskanzlerin. Ja? An die Bundeskanzlerin beim Betreff. Was machen wir im Betreff? Ich lasse uns direkt Drohbrief schreiben, da weiß ich gleich, was es ist. Ja? Betreff Drohbrief. Und ich sitze gerade mit dem wichtigsten deutschen Talkshow-Moderator, intelligentesten, bestaussehendsten Moderator Deutschlands, Bernd Reisig, zusammen. Den klügsten, bestaussehenden und sehr von sich überzeugt. Sehr guter Skatspiel. Wir haben ein Skatgespiel, hat er mich abgezogen. Ja, da hast du mal was gelernt, wie es geht. Ne? Da hat er so ein paar alte Fußballprofis geladen. Und die hatten sich vorgenommen, die Kameraden, den führen wir heute mal vor. Ja. Und mir war eigentlich egal, wie die anderen sind. Das Einzige, was mir wichtig war, dass du hinter mir warst. Okay. Das ist auch gelungen. Mann. Also. Ich bin einfach froh, dass so ein Mann wie der Volker Politik macht, dass er sich dafür sein Leben hergibt. Toll, dass du das machst und wie du das machst. Und mein Kompliment. Danke. Das berührt mich sehr. Ja, das weiß ich. Und das ist auch, das kommt auch bei ihm vom Herzen und teilt ja hier die Auffassung auch des Publikums. Von uns auch. Ja. Ja.